Hallo und herzlich willkommen bei Autohaus Vogel. Ich bin Alex Schwarz und ich zeige Ihnen, wie eine Achsvermessung oder Fahrwerksvermessung an meinem Fahrzeug durchführen kann. Und am Ende des Videos sage ich Ihnen, wozu ist das alles gut. Als erstes muss das Fahrzeug auf eine Bühne, also auf eine Vermessungsbühne oder auf eine gerade ebene Fläche reingefahren werden. Dann wird überprüft, ob irgendwelche Beschädigungen am Fahrzeug vorhanden sind. Wenn keine Beschädigungen vorhanden sind, kann man direkt anfangen. Wenn irgendwelche Beschädigungen vorhanden sind, so wie zum Beispiel ausgeschlagene Querlenker oder ausgeschlagene Spurstangen oder irgendwas an dem Fahrzeug nicht stimmen sollte, sollte man die Beschädigung erstmal beseitigen und danach können wir das wieder mit Vermessung starten. Wir fahren jetzt das Auto hoch, so hoch, dass man dann die Beschädigung überprüfen können. Also auf Augenhöhe. Wir überprüfen Reifenprofil, ob das richtig abgefahren ist und keine Beschädigung an den Reifen stattfindet und ob irgendwelche Beschädigungen an den Felgen sind. Danach wird das Fahrzeug ganz hochgefahren und dementsprechend wird das alles von unten alles nochmal überprüft und kontrolliert, ob irgendwelche Beschädigungen an dem Fahrzeug vorhanden sind. Jetzt wird alles überprüft, was da an Fahrzeug beteiligt von Lenkung ist. Das ist einmal Spurstangen, ob es irgendwelche Beschädigungen an den Spurstangen, Manschetten oder irgendwas, Querlenker. Und noch von innen die Reifen, ob da Beschädigungen sind. Hinten wird es genau dasselbe überprüft. Wenn es alles stimmt, dann können wir auch anfangen mit Schritt 2. Als nächstes wird Luftdruck geprüft. Und je nach Hersteller wird richtig eingestellt. Damit beim Vermessen keine verfälschten Daten kommen. Nachdem wir das alles geprüft haben, also ich gehe davon aus, dass überall Luftdruck richtig angestellt wurde und wir haben das nochmal geprüft, prüfen wir Reifenprofiltiefe. Den Reifenprofiltiefe messen wir an drei Stellen. Außen, mittig und innen. Und das tun wir auch an alle vier Reifen. Und dann wird das alles später in ein Programm eingetragen. Nachdem wir das alles geprüft haben, startet man jetzt Vermessungsprogramm. Wir geben die Daten, die wir jetzt gemessen haben, in das Programm und starten wir schon mit Vermessen. Nachdem wir das alles angegeben haben, was so von dem Programm benötigt wurde, machen wir jetzt die Halter speziell von BMW angefertigt oder speziell für BMW angefertigt an Räder dran. Als letzte kommen jetzt die Reflektoren dran. Die stellen wir auch waagerecht. Und wenn das schon alles eingestellt ist, starten wir mit unserem Programm. Jetzt tun wir eine Eingangsvermessung, um zu prüfen, ob da am Fahrzeug irgendwas verstellt ist. So, wir haben die Eingangsvermessung durchgeführt und jetzt sehen wir, dass hier nicht alles im grünen Bereich ist. Deswegen müssen wir jetzt gucken, welche Bauteile sind nicht in Ordnung und was müssen wir jetzt einstellen. So, nach dem Eingangsvermessen haben wir festgestellt, dass Spur hinten verstellt ist. Wir stellen jetzt Spur ein. Und dann gehen wir weiter und prüfen, ob das vorne alles in Ordnung ist. Nachdem dass wir das hinten geprüft haben und angestellt haben, gucken wir, ob irgendwas vorne verstellt ist. So wie es hier im Computer steht, das ist alles im grünen Bereich. Jetzt sind wir fertig mit Vermessung. Jetzt bauen wir alle Einbauteile, das was jetzt verbaut wurde, wieder ab. Und dann erzähle ich Ihnen, warum und weshalb sollte man eigentlich eine Eingangsvermessung und überhaupt eine Achsvermessung durchführen. So, nachdem wir fertig sind, müssen wir folgende Arbeit durchführen, je nach Hersteller. Bei BMW ist das zum Beispiel, muss man Fehlerspeicherabfrage machen, Lenkungssensorabgleich durchführen und zum Schluss eine Probefahrt durchführen. Wozu ist eine Fahrvermessung oder Achsvermessung gut ist? Erstmal, wenn man ein Tuning am Fahrzeug durchführt, dann einen Unfall am Fahrzeug hat
oder irgendwelche Bauteile am linken ausgebaut wurde oder ausgeschlagen ist. Entweder ist es ein Spurstange oder kaputte Lenkung, oder es kommt ein Kunde und der Stand des Reifen außen oder innen schwer abgefahren sind und deswegen möchte ein Kunde eine Achsvermessung durchführen haben. Welche Vorteile hat eine Achsvermessung? Erstens vermindert sich Reifenverschleiß, erhöht sich Fahrkomfort und vermindert sich ein Kraftstoffverbrauch. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Wenn es ein Video gefallen hat, Daumen hoch und ich muss mich leider nach der Arbeit machen. Tschüss!